testen heute, ob alle Säuglinge gleich sind. Säuglinge können bei Sims 4 6 verschiedene Merkmale haben. Und ich habe für das Experiment jetzt 6 verschiedene Säuglinge erstellt. Wir haben Saskia Sonic, Verena vorsichtig, Zoe zappelig, Selina sensibel, Ronja ruhig und Greta gefühlsstark. Ich habe dafür jetzt auch wieder 6 Wohnungen erstellt. Und diesmal läuft aber alles anders wie bei den letzten Experimenten. Wir schließen als erstes mal alle Türen ab. Und ich habe mir 10 Dinge überlegt, die wir jetzt mit allen Säuglingen machen. Das erste ist hochheben und kuscheln. Also wie wird Saskia Sonic jetzt drauf reagieren? Offensichtlich gar nicht, weil mein Sim wieder 5 Jahre braucht, bis er sich bewegt. Jetzt aber. Wir werden sie jetzt auch direkt knuddeln. Und ich glaube ganz ehrlich, bei Saskia Sonic wird da nicht viel passieren. Die liebt Menschen, die liebt Zuneigung. Und deswegen machen wir mit Selina sensibel weiter. Bei ihr steht nämlich dabei, dass zu viele soziale Interaktionen zu einer Reizüberflutung führen. Aber einmal kuscheln geht auch bei ihr klar. Die beiden Männer tragen die Babys jetzt aber weiterhin im Arm. Bei den ganzen erwachsenen Sims werde ich übrigens die Bedürfnisse deaktivieren, um die geht es heute nicht. Wir knuddeln als nächstes Greta gefühlsstark. Aber auch sie findet das ganz toll. Ronja ruhig hat natürlich auch kein Problem damit. Genauso wie Verena vorsichtig und Zoe zappelig. Nicht mal die wehrt sich dagegen. Es gibt nämlich die Marotte, dass Kinder nicht getragen werden wollen. Aber offensichtlich all unsere 6 Kinder sind absolut zufrieden. Das zweite Experiment ist die Bauchzeit. Also alle Kinder lernen jetzt, das Köpfchen zu heben. Toll finden sie das natürlich alle nicht. Oh mein Gott, die armen Babys, sie sind da alle synchron gerade weinen. Alle sind fertig und kein einziges Kind hat sich bis jetzt beschwert. Und der zappelige Säugling war der erste Säugling, der es geschafft hat, den Kopf zu heben. Danach kam der vorsichtige Sim und dann der ruhige. Und der ruhige Sim hat jetzt auch häufig einen Schluck auf. Und übrigens hat das Spiel all meine Namen verändert. Okay, vielleicht war ich auch selber schuld, weil ich vergessen habe, auf Speichern zu drücken. Da sehen wir es, das ruhige Kind kann es schon, das sonnige Kind kann es noch nicht. Ding, 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 damit haben wir schon mal den ersten Punkt, wo nicht alle Säuglinge gleich sind. Die nächste Sache, die wir ausprobieren, ist spazieren gehen. Also wir packen die Babys alle in die Rückentrage und dann gehen wir mit ihnen die Runde spazieren. Oh, hier drüben wird noch fleißig geübt, das Köpfchen zu heben, während die anderen schon am Spazieren sind. Oh, und wir haben mittlerweile ein trauriges Baby. Und zwar ist es Verena vorsichtig. Diese Sims mögen Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an eine neue Erfahrung, Orte und Sims. Oh Gott, absolut verständlich, dass es ihr dann nicht so gut geht. Und Selina sensibel hasst es, gehalten zu werden. Oh oh, unser sensibles Baby hat eine Reizüberflutung. Kind, ich fühle das so sehr. Warum muss ich da rein? Selina ist traurig, in dieser seltsamen Rückentrage herumgeschleppt zu werden. Oh mein Gott, Leute, ich lieb's, wenn man wirklich erkennt, dass die Kinder unterschiedlich sind. Junger Mann, Sie haben Ihr Kind vergessen. Oh no. Ronja ruhig hat jetzt Blähungen. Oh no, da hat sie ihn einfach angepupst. Oh nein, das ist das gleiche Kind, das häufigen Schluckauf hat. Ruhige Sims betrachten gerne ihre Umgebung, weinen weniger, werden nicht so schnell wütend und werden bei Aktivitäten nicht so schnell müde. Okay, das hat aber nichts mit ihren Marotten jetzt zu tun. Aber zum Glück ist sie ein ruhiges Kind, zum Glück weint sie nicht so schnell, also wird ihr das nicht so viel ausmachen. Greta gefühlsstark liebt es, gehalten zu werden. Genauso wie Saskia Sonic. Und ich glaube, wir erlösen Verena vorsichtig jetzt auch. Die hasst es nämlich wirklich sehr, in dieser Trage zu sein. Ich habe übrigens absolut nicht gemerkt, welches Kind in welchem Zimmer war. Und ich lerne jetzt mit den Kindern auf den Rücken rollen und sich aufzusetzen, damit wir ihnen dann was zu essen geben können. Oh no, das machen wir definitiv nicht, denn alle Babys sind traurig. Weil sie müde sind. Gut, dann machen wir das jetzt so, dass wir die Babys zuerst ins Bett bringen. Zoe ist ein zappeliger Säugling. Diese Säuglinge sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Da bin ich jetzt gespannt. Laut dem Spiel müsste Zoe zappelig also am schlechtesten einschlafen. Ja, die bewegt sich definitiv noch viel und weint jetzt auch. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Schlafen die direkt ein oder haben die auch Probleme beim Einschlafen? Es sieht bis jetzt so aus, als hätten sie Probleme. Zumindest die beiden Kinder da oben. Oh, und Verena ist der vorsichtige Säugling und die mag das Bett nicht, weil es ein neuer Ort ist. Oh, und Greta gefühlsstark ist gerade als erstes eingeschlafen. Aber wirklich nur ganz, ganz knapp. Greta gefühlsstark ist als erstes eingeschlafen und kurz danach Verena vorsichtig, obwohl sie sich an einem neuen Ort befindet. Selina sensibel und Ronja ruhig schlafen jetzt auch, aber der zappelige Sim ist noch wach. Der zappelige Säugling war aber als allererstes im Bett und hat demnach am längsten gebraucht beim Einschlafen. Also da gab es tatsächlich jetzt auch einen Unterschied. Wie sieht es denn mit dem Hunger aus? Ich dachte mir vielleicht, die Kinder, die zappeliger sind, die unruhiger sind, haben vielleicht schneller auch Hunger, aber ich glaube ganz ehrlich nicht. Wir wecken alle Säuglinge jetzt mal auf und dem sensiblen und dem gefühlsstarken Kind hat das absolut nicht gefallen, den anderen ist es egal. Das passt eigentlich auch wieder richtig gut. Wir werden jetzt alle Säuglinge baden und wir schauen mal, ob irgendein Säugling sich dagegen wehrt. Das Baden hat mit allen Säuglingen funktioniert, aber ihre Eltern haben dafür jetzt Stimmungen bekommen. Von dem sensiblen Kind ist das Elternteil einfach pitschenass. Das Elternteil vom zappeligen Kind hatte aber sehr viel Spaß damit.
dabei. Da hätte ich mir jetzt eher vorgestellt, dass der Sim richtig nass wird. Okay, und das ist jetzt wirklich super seltsam, denn alle meine Meilensteine sind weg. Auch wenn ich hier drauf drücke, die sind einfach verschwunden. Ich bin so verwirrt gerade. Ich starte, glaube ich, mal mein Spiel neu. Okay, haben mein Spiel neu gestartet und alles ist wieder da. Also falls ihr das Problem habt, dann startet einfach euer Spiel neu. Unser zappeliges Baby hat übrigens als erstes gelernt, sich auf den Rücken zu rollen, was ich sehr passend finde. Und unser zappeliger Sim ist der erste Sim, der es auch schafft zu sitzen. Am längsten braucht aber tatsächlich gerade der ruhige Sim. Alle können mittlerweile sitzen, außer der ruhige Sim, der rollt sich immer noch auf dem Boden rum. Und dann wird es Zeit, dass wir testen, wie die Babys auf neue Nahrung reagieren. Ich gebe denen jetzt alle das gleiche. Apfelmus. Das wäre jetzt gerade der gefühlsstarke Sim, dem geht es eigentlich ganz gut dabei. Ja, okay. Der sonnige Sim liebt Apfelmus. Der vorsichtige Sim ist sich nicht ganz sicher. Passt. Und der apfelige... Bitte was? Oh mein Gott, mein Gehirn. Der zappelige Sim natürlich. Der mag Apfelmus nicht. Und der vorsichtige Sim und der sensible Sim sind chaotisch beim Essen. Beim vorsichtigen Sim kann ich mir das irgendwie erklären, weil er halt alles ertasten muss. Er ist ganz vorsichtig, schaut sich alles ganz genau an. Wir haben natürlich noch den ruhigen Sim. Sieht gut aus, aber das letzte Mal, als ich das gesagt habe, ist genau das passiert. Und sie mag Apfelmus nicht. Ich liebe ja Apfelmus so sehr. Da weiß ich auch gleich, welcher Säugling mir sympathisch ist und welcher nicht. Oh, und sie fangen an zu reden. Der vorsichtige und der gefühlsstarke Sim sind sich irgendwie sehr ähnlich. Wobei ich mir bei vorsichtig ja eher einen ruhigeren Sim vorstelle und bei gefühlsstark schon sehr laut. Und der zappelige Sim war der erste Sim, der jetzt nach irgendwas gegriffen hat. Das ist echt super interessant. Wir testen jetzt noch zwei Dinge. Das erste ist ganz normal und das zweite wird ein bisschen brutal. Und dann kommt mein Fazit. Und Leute, ihr denkt zwar, ihr wisst, was ich sagen werde, aber nee, da kommt gleich noch was auf euch zu. Wir werden als nächstes die Babys wickeln. Ich muss den Wickeltisch aber mitten in den Raum stellen, weil meine Sims aus irgendeinem Grund hier mal wieder nicht durchkommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal frage ich mich schon. Okay, aus irgendeinem Grund kommen die drei Sims alle nicht an den Wickeltisch. Ah, ihr macht mir mein Leben schwer. Aber die drei da drüben bekommen es zum Glück hin und es sieht alles ganz gut aus. Oh, oh, da wurde jemand vom zappeligen Sim angepinkelt. Ich liebe diesen zappeligen Säugling. Das sind genau die Dinge, die ich von ihr erwarte. Freiluftpieseln. Oh, und das sonnige Kind hat sein Elternteil auch angepinkelt. Tatsächlich ist mir mittlerweile schon aufgefallen, dass das zappelige Kind und das sonnige Kind sehr ähnlich sind. Oh, oh, das gefühlsstarke Kind hat seinen Papa auch angepinkelt. Und der Vater vom vorsichtigen Kind kommt einfach nicht dran. Ja, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wir testen jetzt noch, was passiert, wenn die Säuglinge alleine sind. Die sind so klein, man sieht sie richtig schlecht. Aber mich würde es halt interessieren, ob der zappelige Sim sich zum Beispiel mehr bewegt als die anderen. Aber bis jetzt bewegt sich da eigentlich noch niemand. Obwohl sie das natürlich alle machen könnten. Ja, und ich? Ich ist ja nicht so, als hätte ich heute noch irgendwas vor. Ich kann auch den ganzen Tag hier warten, bis sich ein Kind mal bewegt. Aber es sieht ganz ehrlich richtig schlecht aus. Das allerletzte Experiment, das wir jetzt machen, ist, dass wir die Säuglinge alle in den Regen setzen. Momentan haben wir leichten Regen. Ich hätte aber gerne schweren Regen. Natürlich, wenn, dann müssen wir das Hardcore-Experiment machen. Und da sitzen sie jetzt im Regen. Und es gefällt ihnen überhaupt nicht. Natürlich gefällt es ihnen nicht. Das würde mir auch nicht gefallen. Alle weinen außer der ruhige Sim, Leute. Seht ihr das? Alle weinen außer der ruhige Sim. Nein, 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 nein. Ihr Eltern sollt die Kinder jetzt bitte einfach ignorieren. Oh mein Gott, halt, stopp, halt, stopp. Weinen ohne Ende. Ja, das müsst ihr jetzt einfach aushalten. Ich weiß, es ist nicht schön, aber alles für die Wissenschaft. Wie das auch aussieht. Oh mein Gott. Die Eltern haben es jetzt aber tatsächlich geschafft, dass die Kinder sich beruhigen. Schämt euch. Die haben einfach in mein Experiment eingegriffen. Ich glaube, es hakt. Ja, aber eigentlich geht es allen voll okay. Aber der Regen an sich interessiert die Säuglinge ja überhaupt nicht. Gut, haben wir das auch gelernt. Und jetzt kommt mein Fazit. Ich spiele gerade mit dem Zusammenwachsen-Pack. Und da merkt man definitiv einen Unterschied bei den Säuglingen. Jetzt werde ich aber ein bisschen kritisch. Ich glaube nämlich, ohne das Zusammenwachsen-Pack sind alle Säuglinge ziemlich gleich. Oder was meint ihr? Wir testen heute, ob alle Säuglinge gleich sind. Säuglinge können bei Sims 4